Okay, das ist der DJ-Controller, mit dem kontrolliere ich zwei Programme. Einmal das Videoprogramm, das für die Projektion zuständig ist. Ich habe hier oben meine Clips, die nacheinander abgespielt werden. Die erscheinen dann hier und den Output kann ich dann an den Projektor senden. Und das ist mein Audioprogramm, das ist für die ganzen Clips zuständig, die dann das Audio-Ensemble ausmachen. Und die werden dann auch kontrolliert und spielen gleichzeitig mit den Clips. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die 1 drücke, dann kommt das erste Bild mit dem ersten Audioclip zusammen. Und das entwickelt sich dann eben. Jetzt habe ich gerade die 2 gedrückt. Und jetzt kommt es kommt schon der Zaun und der zugehörige Sound dazu. Bei der 3 kommt dann schon der erste Bunker. Der dann einen so langsam einhüllt und dann geht es dann immer weiter. Bisher habe ich 8 Stufen. Wie es weitergeht, da werde ich noch gucken, wie es sich entwickelt. Aber generell ist die Richtung so, dass es erst in der offenen Natur anfängt und sich dann eben immer weiter zurückzieht in was Eingebunkertes und in etwas Isoliertes und in etwas, das sich nicht mehr entfalten kann, weil es versucht, sich eben vor potenziellen Gefahren quasi zu schützen und dabei aber nicht merkt, dass es sich isoliert und sich in seiner Entfaltung eingrenzt.